willkommen bei N8TV Basteln mit Papier. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Text für dieses Album mache und wie ich noch Möglichkeiten schaffe, noch ein paar Kärtchen unterzubringen. Das habe ich ja in meinem letzten Video schon angekündigt. Es soll heute also um Umschläge gehen, um die Taschen, die man noch anbringt und die Kärtchen, die dann in die Taschen kommen. Ich habe jetzt für die Karten zwei Bögen von diesem braunen festen Karton. Meiner ist jetzt 25 x 33,5 ist das, glaube ich, oder 34. Und diese beiden Bögen teile ich dann auf in drei Streifen. Und zwar sollen diese Streifen so breit sein, dass die Karte dann in den Umschlag passt. Bei mir würde das bedeuten 10,5 cm breit. Also euer Papier sollte dann mindestens 31,5 cm breit sein, damit das hinkommt. Und die Kärtchen, die sollen dann natürlich, wenn möglich, ganz in den Umschlag passen. Bei mir sind die jetzt 16 cm lang. Und das heißt, dann bleibt noch ein Stück übrig von diesem Streifen. Das hat dann diese Größe. Das ist jetzt 10,5, also dieselbe Breite, auf 9 cm. So, und dann habt ihr, wenn ihr beide Bögen zerschnitten habt, drei von den großen und drei von den kleinen. Und die großen, das sind die, die nachher hier in die Umschläge reingehören. So. Und damit man die auch wieder rauskriegt und ich jetzt hier keine Einschubhilfe gestanzt habe, habe ich hier so ein kleines Fähnchen dran gemacht. Das ist ein Tape, ein Stoffband, so ein Stoffklebeband. Und wenn ich jetzt die Karte bis zum Anschlag reinschiebe, dann guckt es jetzt hier nur noch so fast einen Zentimeter raus und daran kann ich es dann rein und raus schieben. Ich habe jetzt bei einem Kärtchen hier nur so ein Streifen Designpapier drauf gemacht. Ich möchte die Tags relativ schlicht lassen. Ich denke, ich mache die alle so, dass ich einfach nur so einen Streifen drauf mache. Man kann natürlich auch das Ganze bekleben, wie man gern will. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich hier so ein Stück Klebeband. Das ist gerade 3 cm lang. Und dann versuche ich das ungefähr in der Mitte anzubringen, weil ich jetzt schon mal eins gemacht habe, nehme ich mir das zu Hilfe und lege das halt da mit so dran. Und dann klebe ich den Streifen ungefähr einen halben Zentimeter auf das Papier, auf derselben Höhe.
wie bei der anderen Karte. Dann drehe ich es um und versuche dann auch hier ungefähr einen halben Zentimeter den Streifen aufs Papier zu kleben, natürlich deckend. Und dann muss ich es nur noch zusammendrücken. Und fertig ist dann meine Schlaufe. Dann kann ich die da schon mal reinstecken. Ja, das wären also die Tags, der Groß. So, für die Kleinen habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Habe ich jetzt von dem benutzten Papierreste entsprechend zurechtgeschnitten. Ich habe jetzt absichtlich so einen großen Rand gelassen, weil ich einfach finde, es sieht schön aus so. Wenn ihr es auch so haben wollt, dann muss das Stück Designpapier 9 auf 7 cm groß sein. Und ich habe dann da einfach die Ecken abgerundet. Und dann mit Kleberolle festgeklebt. Und mit dir einmachen zeige ich gleich. Jetzt wollte ich mal noch zeigen, die Einschubtasche. Also hier, man kann sowas zum Beispiel auch machen, einfach nochmal so ein Stück Karton aufkleben. Sieht auch schön aus, dass man dann da ein Foto reinmachen kann. Ich werde auf die erste Seite wahrscheinlich einen Umschlag machen. Und hier jetzt zum Beispiel wollte ich so eine Tasche. Das heißt, ich schneide mir jetzt eins dieser Kärtchen klein. Und zwar diagonal. So muss es dann etwa hinkommen. Ja. Kommt in etwa hin, so ungefähr gleich groß. Jetzt habe ich zwei Einschubtäschchen. Und zwar mache ich mir die dann hier so fest. Aber nur an den Außenseiten. Und das mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Ich muss nochmal gucken, so gehört es hin. Also drehe ich es um, mache mir hier diese Seite lasse ich offen. Weil da kann man ja was reinschieben.
möchte es jetzt relativ nah am Rand haben. So. Und jetzt kann ich hier mein Kärtchen reinstecken. Ich könnte natürlich jetzt auch dieses auch nochmal genauso halbieren. Und könnte das dann so also draufkleben. Mir gefällt das in dem Dunkelbraun sehr gut so. Deshalb ist eher so lasse. Man kann natürlich jetzt auch die Kärtchen nochmal halbieren, dass man noch ein kleineres bitte rein hat, wie man möchte. Ja, das war das. Und jetzt zeige ich euch gleich noch, wie ich so einen kleinen Umschlag mache, für noch Sachen zu verstecken. Auch mein Geodreieck, ein Bleistift, eventuell Kleber, den muss man nicht nehmen. Man kann es auch so offen lassen. Ich habe jetzt hier noch mein Eckrundet hergelegt. Man kann mit dem Falzbein arbeiten, muss man aber nicht. Und ich habe jetzt hier ein Papier. Es ist ein Faltpapier, kann aber auch jedes andere Papier sein, was man möchte, was man nehmen möchte. Das hier ist jetzt 10x10 cm groß. Die Größe ist eigentlich auch nicht so sehr wichtig. Je nachdem, wie groß das Papier ist, was man nimmt, ist dann halt nachher der Umschlag. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei kleine. Da war das Papier 7,5 x 7,5 cm. Also dieser wird wahrscheinlich ein bisschen, nur ein bisschen größer wie die. Und der hier, da habe ich ein 15 x 15 cm Papier genommen. So, und zwar die Seite, die nachher zu sehen sein soll. Also was außen sein soll, kommt nach unten. Und zuerst suche ich mir jetzt die Mitte des Papiers mit Hilfe des Geodreiecks. Da muss ich jetzt einfach hier rechts und links die Ecken das Lineal anlegen und hier unten drauf achten, dass die Nulllinie auf der Spitze ist. Und dann einfach bei der Nulllinie eine Markierung machen. Das ist die Mitte des Papiers und an der orientiere ich mich jetzt. Und zwar falte ich einmal eine Spitze zur Mitte . Wie gesagt, Falzbein ist keine Pflicht, man kann das auch einfach mit dem Fingernagel machen. Dann drehe ich es einmal um und halte die untere Ecke auch wieder zur Mitte. So, und dann drehe ich es wieder, sodass die beiden gefalteten rechts und links sind und gehe wieder von unten nach oben und diesmal nicht nur bis zur Mitte, sondern ein bisschen drüber. Und jetzt orientiere ich mich hier am Rand, dass der Rand gerade auf dem schon gefalteten liegt. Weil dann weiß ich, dass es gerade ist.
Wenn ich es jetzt ganz schön haben will, falte ich es wieder auf und schneide hier die Ecken raus, wo man die Falz sieht. Ich lasse es jetzt so. Und jetzt gucke ich, dass ich hier die Spitze nach innen reinfalte. Man kann das jetzt einfach so loslassen. Ich werde es mir ankleben. Also ich mache dann hier in der Ecke unterm Rand bis zur Falz hier ganz, ganz wenig Kleber. Streicht es dann fest. Und dann kommt wieder die Spitze nach innen rein. Die kann man sich natürlich auch ankleben, wenn man möchte. Ich mache das jetzt mal. Nur aufpassen, dass man halt innen drin anklebt. So, und jetzt mache ich hier die Spitze, die übrig bleibt, die mache ich mir rund. Und dann muss ich es einfach nur noch nach unten falten. Ich orientiere mich auch hier wieder an dem schon gefalteten, dass das aufeinander liegt. Und fertig ist der Umschlag. Jetzt kann man sich überlegen hier kleine Aufkleber drauf zu machen, die man leicht wieder lösen kann. Ich denke, ich lasse es einfach so, das wird sich eh dann zudrücken und der kommt jetzt einfach hier irgendwo hin, wo es schön aussieht. So wird er dann aufgeklebt irgendwie. Man könnte den natürlich jetzt auch hier in so eine Tasche reinstecken, so rum auch, so rum, wie einem das dann gefällt. Ja, das war's dann auch eigentlich schon. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich meine Mini-Alben mache. Normalerweise gehe ich ungefähr nach diesem Prinzip vor. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Varianten. Das zeige ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit. Ich werde mich jetzt dran machen, die restlichen Texte zu verzieren und reinzustecken und noch die Taschen anzukleben und ja, werde dann auch außen noch ein bisschen dekorieren.
da will ich euch jetzt gar nicht groß beeinflussen. Deswegen ist meine Anleitung hier zu Ende. Es wird dann nochmal ein Video über dieses Album geben, wenn ich fertig bin mit der Dekoration. Wenn das Album also ganz komplett ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch das dann auch noch anschaut und mal eure Meinung dazu sagt. Und bis dahin besucht doch einfach mal meinen Blog www.ernachtolchen-sims.de oder meine Facebook-Seite, Twitter, Instagram. Schreibt mir Nachrichten und Kommentare, liked meine Videos, wenn sie euch gefallen. Teilt sie auch gerne, wenn ihr glaubt, dass jemand da auch Freude dran haben könnte. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel, viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachteulchen.